Jo, moin, Leute und ahoi, liebe Landratten und Rättchen, willkommen zu einer neuen Folge Patricia 2. So, wir waren ja dabei gewesen, hier unsere eigene Eisenproduktion anzukurbeln. Und unser Schiff ist auf dem Weg nach Lübeck. Derweil müssen wir dann auch mal gucken, dass wir unser Hopsala Darlehen dann irgendwann zurückbezahlen. Das sind satte 20.000. Mal schauen, immer drauf achten. Ja, passt noch. Oh. So, am 25. September, das war vor 3 Tagen. Das heißt, in 4 Tagen kommt die nächste Abrechnung und gut, wir haben ja noch ein paar Monate sogar Zeit, die das Ding zurückgezahlt werden muss. Ist nämlich leider nicht so, dass wir es hier mit einer monatlichen Tilgungsrate zu tun haben, wie bei, ja, zum Beispiel Cities in Motion oder so. Sondern dass man hier dann eine Zeit hat, in der man den kompletten Kredit einen Schwung zurückzahlen muss. Leider, leider. So. Sind wir dann eingetroffen? Das gibt's jetzt. Kohle, Kohle, Kohle. So. Dann würde ich sagen, jetzt wo wir so viel haben und in Anbetracht dessen, dass uns sowieso Ziegel fehlen, okay, tilgen wir den jetzt einfach mal. Dann bin ich nämlich die Last schon mal los. Und wir können effektiv weiterarbeiten, ohne diesen Hintergedanken im Kopf. So. Dann würde ich sagen, kaufen wir hier mal ein paar günstige Eisenwaren, so 20 Tonnen. Und was gibt es hier noch so Schönes? Eisenwaren, Fischpech, Ziegel, 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 boah. Wir den Rest an Ziegeln nicht, was wir kriegen. Auf nach Danzig. Okay. Einige kennen mich schon mal. Vom Status kennt mich kaum jemand, zum Status einige. Immerhin. So, mal gucken, was es jetzt effektiv kostet, wo wir 100% haben. Wir haben jetzt ja die 3 Betriebe und da sollten wir jetzt auch langsam den Boni kriegen. Also, was heißt langsam? Wir sollten jetzt den Boni kriegen von extra Produktion. Das heißt, mehr Produkte, was natürlich den Stückpreis bei uns senken wird, wodurch wir einen immer noch günstigeren Preis haben oder Preis kriegen werden zum Verkaufen. So, dann wollte ich noch erzählen, so Waren wie Eisenerz in der eigenen Stadt, also in der Stadt, wo man die produziert und später noch mal weiter verarbeiten möchte, zu verkaufen ist ein zweiseitiges Schwert, so würde ich sagen. Liegt zum einen daran, wir wollen unser, ja, Benecke. Wir wollen unsere eigene Eisenwarenproduktion hochziehen. Die Konkurrenz unter dem Namen Horatio Albers tut dies allerdings schon selbst. So, wir spielen ihm quasi so ein bisschen mit in die Hand, indem wir hier die Eisenwaren, zu spät, indem wir hier die Eisenerzte günstig verkaufen. Ansehen. Leider. Oh, okay, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ansehen ist gut, jetzt müssen wir nur noch Geld scheffeln. Was wollte ich denn sagen? Achso, ja. Ja, wir verkaufen günstig Eisenerze oder machen zumindest so, dass hier immer genügend da sein werden. Er kann sie sich günstig von der Stadt kaufen und Eisenwaren produzieren. Was natürlich dann unsere direkte Konkurrenz ist. So, deswegen werde ich jetzt einfach mal versuchen, so schnell wie möglich unsere, hoppla, schon da, nee, eigene Eisenwarenproduktion hochzuziehen, dass wir A, weniger einfach nur im Lager rumliegen haben und B, wenn dann hier an Reval zu verkaufen, weil die produzieren auch Eisenwaren. Gehen aber meistens, wie ich die Stadt kenne, immer auf Felle. So.
viel, aber immerhin. Okay. So, jetzt brauchen wir halt das Geld, um so ein bisschen wieder über die Runden zu kommen. Langsam der Oktober näher. Oder ist schon da sogar. Hey, 3. Oktober. Ist jetzt eigentlich ein Tag Feiertag, muss ich jetzt ja eigentlich einlegen, aber ich überspringe ihn mal. So. Läuft aber scheinbar noch gut. Sind sogar einige Städte immer noch dabei, die wie Edinburgh und Aalborg hier, die komplett bedürfnisfrei sind. Riga auch. Sind wir, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm, oder wir haben einen recht guten Starttermin doch noch erwischt. So, dann können wir mal gucken, irgendein Auftrag oder sonstiges. Fleisch, Wolle, Bier. Gut, Bier könnten wir uns noch leisten. Nach Bergen bis zum 16. Wow. Warum eigentlich nicht? Gucken wir, ob wir es zeitlich hinkriegen, vielleicht, dass wir die Ziegel loswerden. Ob wir den Auftrag vielleicht zeitlich sogar schaffen. Und finanziell. So, versuchen wir dann mal auf 20 zu bleiben. Wie schaut es eigentlich aus? Haben wir das Lager schon ausgereizt? Ah, noch nicht ganz. Aber wenn wir jetzt hier noch unsere Ziegel abladen, dann wird es eng. 14. Also 50 gehen rein. Haben wir 28 Ziegel. Dann bleiben wir hier mal auf 10. Dürfte sich noch einigermaßen ausgleichen. So, bevor ich es wieder vergesse. Ein Bad. Endlich mal wieder ein Bad nach über 3 Wochen. Mein Gott, bin ich unhygienisch. So, auch mal wieder ein Gebetchen. Amen. Ich warte jetzt einfach immer ab, bis das hier drüben wieder freigeschaltet wird. Ansonsten bringt es eh nichts. Sofern es überhaupt was bringt. Also bisher keine Anklage, aber normalerweise kommt die auch nicht gleich am Anfang. So. Lager, 47. Ja, hier mal wieder 2 loswerden. So, dann der Auftrag. Tuch für Köln, nee, Bier für Bergen. 238 Tonnen. Oder Fässer. Das ist schon eine ordentliche Summe. 238 Fässer für 54. Also 54 ist ein relativ hoher Verkaufswert für Bier. Aber 254, die kriegen wir, glaube ich, hier gar nicht rein. Nee. Und finanziell dürfte es auch nicht gerade drin sein. So. Zum Finanziellen dann. Alles, was wir haben. Und ab rüber damit. Bevor die nächste Abrechnung wieder kommt. Notfalls müssen wir halt doch nochmal einen aufnehmen, also gerade nichts Brauchbares.
Brunnen, zu wenig Bier. Zumindest kennen mich schon mal einige. Das ist doch schon mal schön zu hören. Okay. Ja, übrigens über diesen Button. Ich habe ihn ja schon mehrfach benutzt, aber glaube ich noch gar nicht erklärt. Kann ich zwischen der allgemeinen Seekarte und der Stadt hin und her wechseln. Um auch zu sehen, wo ist mein Schiff. Damit ich nicht mal die ganze Zeit in der Seekarte herumlungern muss. Zack. So. Ja, das dürfte ein ganz nettes Sümmchen ergeben, siehst du wohl. So, und als Gegenleistung sollen wir uns auf jeden Fall beeilen. 1400 für Fälle. Oh ja. Nehmen wir mit, was wir kriegen können. Mit, was du kriegst, du gibst nicht wieder her. So. Ja, die gute Abrechnung kommt natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt. Dann schweifen wir doch mal den Blick hier über diese unsere schöne Heimatstadt Stockholm. Voller lauter IKEA-Häuser. Nein, Scherz. So. Gewitterwolke. So, boah, das reißt gut raus. Sehr schön. Mal wieder voll mit. Und wieder rüber da. Ja, ist jetzt ein bisschen hin und her geschippert, aber darum, dass wir jetzt finanziell kurz über Wasser bleiben, bis wir uns hier endlich die Eisen die Werkstatt, nicht die Eisenschmelze, die haben wir schon. Zu viel Anno. Ja, da bringt man die Namen schon durcheinander. Ist halt am Anfang nervig, aber ich habe gesagt, ich spiele es jetzt im langsamen Zeitmodus und hier nicht nur bing, 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 dann seht ihr nämlich auch nicht viel vom Spiel. Ich die ganze Zeit nur die Seekarte im Schnelllaufmodus habe. So. Fälle sind immer noch recht günstig. 8,99, was kriegen wir aktuell? Okay, dann würde ich sagen, ist jetzt mal Eisenwaren. Ah! Gerade jemand von mir weggeschnappt. So, was haben wir hier? Schauen wir mal hier rüber. Dann bin ich hier schon mal im Petto. Moin, Tage. Das 9 Tage sollten wir das jetzt hier nochmal ausnutzen. Sehr schön. So. Aber nach Ablauf der 9 Tage sollten wir hier nicht mehr die Eisenerze verkaufen.
Sonst überschwemmt er hier sich die Hanse nämlich mit seinem Eisenwagen. Das wäre natürlich auch nicht fallen. So. Dann können wir die ganzen alten Briefe hier wieder löschen. Schade, könnte eigentlich mal ein Händler hier irgendwo drin sein, oder ein Reisender. Das ist immer sehr schnell verdientes Geld. So, Lager, Hamburg, Wolle, Fleisch, Schwein. Fleisch, Wolle, Fleisch. Okay. Schade, schade. Dann ab nach hier unten. Da gibt es weder A noch B. Hier kaufen wir wieder die 8. Schotten das Lager aus, so. Grenzwertig. So, mittlerweile Mitte Oktober, aber Hanse bleibt stabil. Schön, schön. Wie wäre der Verbrauch von Betrieben und Eisenerzen? Also Verbrauch und Ton aktuell 11. Produktion tun wir 11 betreiben, okay. Das ist ein Hintergrundgespräch. Jo, was gibt's denn sonst Leckeres zum Essen? Heute im Ratskeller besonders zu empfehlen. Henna in Salze vom roten Wein. Paulroulade oder Poolroulade mit Trüffeln und Champignons in Rotwein geschmort. Da nicht das Wasser im Munde zusammenfließt. So. Perfekt. Es darf nur keine Abrechnung kommen. Wann war die letzte? Ach, genau jetzt. Ach, so klar. Na egal. So. Perfekt und perfekt. Wenn es auch nicht viel ist, so. Was außer Bier habt ihr eigentlich noch anzubieten? Fleisch. Und Leder. 1032. 286, okay. Nö. Nö. Herr Jemini. Schiff aus wie so Wolle. Hm. Ob sich die lohnt, ich fahre jetzt einfach mal darüber. Obwohl, warte mal. Machen wir einfach mal
den typischen Händlerkram von zwischendurch. Und bringe so ein paar Bedürfnisgüter von einer Stadt zur nächsten. So, wie schaut es denn? Sind die 9 Tage schon um? Nee, noch nicht ganz. Ansonsten, Uri war jetzt auch schon ohne Bedürfnisse. Bin gerade, es wundert mich wirklich, dass Scabbro na, mal sehen, vielleicht kommen sie ja noch in die große Chaos-Situation. So, schnell verdient sich Kleingeld. Mit. Dann mal ab hier rüber. Zufällig. Wer um Henkers Willen will Holz? Kein Mensch. Aber interessant, in Thorn gibt es noch rein gar keinen Betrieb. Oder zumindest im Hafenturm wird mal gebaut. So manche bevorzugte Städte, also gerade Köln ist am Anfang immer dermaßen expandabel mit einer Ressource Wein. Da gibt es immer einen KI-Spieler, wenn wir da mal rüberkommen, wenn ich einfach mal in die Stadt reinfahren. Köln ist am Anfang immer explosionsreich am Start, die ersten Jahre. Und wenn man dann nicht selbst eingreift, kracht die Stadt in sich zusammen. Also, ich weiß nicht, wie es andere erlebt haben, aber bei mir ist das irgendwie immer so. Vielleicht darf man es auch nicht oft schwer spielen dann, aber die Stadt expandiert enorm mit Wein, baut viele Weinfelder, es kommen viele Leute in die Stadt. Aber dadurch, dass es eine Flussstadt ist, können da nur kleine Schiffe hinfahren. Und irgendwann gibt es einen Versorgungsengpass. Und dann, wenn man dann da reinklickt in deren Warenlage, dann haben die meistens kein Bier, kein Fisch, kein Fleisch. Oder sonstige Sachen. So, und das kriegt man, wenn man da nicht unbedingt noch nicht mal ansässig ist in der Gegend, kriegt man das dann noch nicht mal wirklich hingeliefert. Also das wird wahrscheinlich jetzt in diesem Fall wieder so sein. Können wir mal kurz gucken. In. Wo war's denn? In Syrien. In der Einwohnerliste. So. Anders sortiert nochmal. Ah, da steht der Vergleich. So, Einwohnerliste. Köln 2500. Ohne dass wir nachgeholfen haben. So, und es gibt nur Stockholm, die noch an die 2500 Marke rankommen. In Stockholm sind wir ansässig mit 3 Betrieben plus einer KI, nee, mit 4 Betrieben von uns sogar Holzfäller und 3 Erzschmelzen. Kommt nur Stockholm hin, ansonsten knapp 2000, ja, na gut, Ladago. Wo ist denn Ladago? Wo war denn das nochmal? Da oben. Ladago mit 2400. Na, wenn das nächste Mal da oben sind, dann gucke ich da mal rein. Das garantiert Fälle, ne? Das garantiert mit Fällen explodiert das Zeug. Naja, auf jeden Fall ist das dann so, es kommen viele hin, gerade auch viele Reiche, die sehr viele Bedürfnisse haben dann. Und diese können nicht gestillt werden und irgendwann ziehen die Leute dann wütend ab. Und dann gibt's. Ich habe selbst mal in Köln angefangen und habe das erlebt. Beim ersten Mal bin ich dann total überrascht worden, weil ich damit.
Ich habe mich einfach auf meinen Wein konzentriert. Ich habe mal das gemacht, was die KI gemacht hat. Ich habe Wein gebaut und die Nordsee komplett mit dem Weinbedarf abgedeckt. Mit 6 Betrieben oder so, ich glaube über 5 oder 6 Betrieben. Die KI hatte dann auch noch 3, 4 Betriebe davon und ein paar Honigfelder, die da auch gut gedeihen. So, und auf einmal, wie mit einem Fingerschnips von Q oder so, bricht auf einmal dann Einwohnerschwund aus und man ist total perplex. Und auf einmal fehlen da 300, 400 Einwohner. Die Betriebe sind nicht voll besetzt, die Stückpreise schnellen in die Höhe. Ja. Unschön. So, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz was trinken. Mein Hals war nämlich ein bisschen trocken. Ich bin noch ein klein wenig erkältet. In der Anfangsphase oder Endphase, hoffe ich mal. Ist noch nicht ausgebrochen. Noch keine Pest bei mir. So, mal überlegen, wir könnten Eisenerze hier regelmäßig runterbringen, denke ich, weil hier unten, glaube ich, keine Produktion vorhanden ist. Eisenwaren, ansonsten gar nichts. Produktion Eisenerz ja null. So, abrechnen mal wieder. So, davon nicht mehr als 10. So, und schon sieht die Welt wieder halb so böse aus. So. 320, was habt ihr sonst noch? Fisch. Irgendjemand, der Fisch braucht. Fleischleder, Tuch oder Eisenerz holt sie noch nicht. Malmö. So, ja, Malmö ist auch so ein bisschen das Tortuga der Ostsee. Ich hatte schon in vielen Spielen, dass gerade Malmö dann immer heißt, Malmö muss eine Handelsblockade errichtet werden, weil sie mit Piraten kooperiert oder sonstige Geschichten. Sehr schlimme Stadt. So, hallo Herr Hollig, ich mache keinen großen Wind und komme gleich zur Sache. Ich muss meine Waren verstecken und euer Lager ist mir da gerade recht. Im Gegenzug bitte ich euch mehr Gold, als ihr in euren Händen halten könnt. Entscheidet euch binnen 10 Tagen, ein Ehrenmann. Joa, nö. Aus Grundprinzip nicht. Zieht eh nur wieder dann irgendwann Kreise nach sich mit einer Anklage, ihr habt da Waren versteckt, die irgendwie geklaut oder sonst was sind. So, und so viel Gold gibt es nachher auch nicht dafür. Als das ist das entschädigt. So, das ist ja schon mal sehr schöne Zahlen hier. Und Eisenerz. Oh. Sehr günstiges Eisenerz. Alles, was wir haben. Noch günstiger als hier unser eigenes produziertes. So, ja, war die Frage. Naja, du produzierst schon.
Ja, ich will es jetzt einfach irgendwie mal mitbringen, dass wir hier unsere Eisenbahnproduktion kriegen. Aber das machen wir dann mal in der nächsten Folge. Ich mache jetzt hier mal einen Cut zwischen Malmö und Lübeck. Dann sage Hummel, Hummel, Moos, Moos und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.